Müssen wir Angst vor Krieg haben? Wenn wir Geistesschulung wirklich ernst nehmen, sollten wir diese Ängste überwunden haben. Diese Ängste sind menschlich, das ist schon klar. Ich weiß noch, wie ich als Kind mit vielleicht 5, 6 Jahren in meinem Bett lag, abends noch lange wach, und ich dachte über die Welt nach, meine Eltern, den Ort, in dem ich lebte und mich. Und plötzlich ging mir auf, meine Eltern können mich nicht wirklich schützen. Das können sie nicht. Es könnte wieder ein Krieg kommen. Denn der Zweite Weltkrieg war noch zeitnah, sehr lebendig und wurde immer wieder am Mittagstisch thematisiert von meinem Vater und meiner Mutter. Und ich wusste plötzlich, so mächtig sind meine Eltern nicht, dass sie mich schützen können. Ich bin dem hier ausgesetzt. Und das sind Fragen, die sind essentiell. Die Frage nach Sicherheit, die Frage nach der Welt, die Frage nach dem, was hier eigentlich läuft und wie wir es überwinden können. Mir wurde plötzlich als Kind schon klar, die Welt ist ein Ort des Krieges. Und damit des Todes. Wer hier geboren wird, bewegt sich mit jedem Atemzug in Richtung Tod. Das ist völlig normal. Und irgendwann ging mir auf, ich bin doch Seele, ich bin doch Geist, ein geistiges Wesen. Was habe ich mit diesem Körper zu tun? Ich scheine da drin zu stecken oder der Körper in mir, in meinem Geist, und ich glaube daran. Aber er vergeht. Die ganze Welt vergeht. Wir sehen es jetzt in der politischen Auseinandersetzung Russland, der Westen, die Ukraine. Es geht immer um dieselbe existenzielle Frage. Wie wirklich ist die Welt? Wir wollen sie als wirklich sehen. Wir wollen hier bestehen. Wir kämpfen gegen den Tod an und erkennen gar nicht, dass wir gar nicht richtig hier leben, dass dies den Namen Leben gar nicht verdient. Es ist ein Kampf ums Überleben, ein Existenzkampf, und die letzten 2 Jahre der C-Krise haben dies ja nur zu deutlich gezeigt. Was erwarten wir denn hier? Eine friedliche Welt plötzlich? Wer erzählt uns denn sowas? Das wird es so nicht geben. Die Welt basiert auf mörderischen Impulsen. Es sind die Impulse des Ego-Denksystems. Wenn mir das mal klar geworden ist, dann muss ich erkennen, hier ist nicht viel zu verhandeln und zu erwarten. Was soll das? Wer auf das Weltenpferd setzt, der setzt auf ein totes Pferd. Das liegt schon tot in der Startbox. Und dann setzt er sich da drauf und schlägt auf diesem Pferd rum, ja, dass es sich endlich bewegen soll. Aber da bewegt sich nichts mehr. Man muss auf das richtige Pferd setzen, auf das Geistige. Und das habe ich getan. Und insofern, ja, Krieg in der Ukraine, es ist furchtbar, Menschen leiden. Es ist kein Wunder, Russland fühlt sich völlig in die Ecke getrieben. Seit all den NATO-Erweiterungen, diese vielen Länder, die dazugekommen sind, der Warschauer Pakt wurde aufgelöst und man sagte Russland zu, wir machen da nicht weiter mit NATO-Erweiterung in Richtung Westen. Und man hat dieses Versprechen gebrochen. Gewiss, es mag keine schriftlichen Verträge geben, es war eine mündliche Zusage. Wenn Ostdeutschland, sprich die Ex-DDR, zum Westen kommt, dann verzichten wir auf eine NATO-Erweiterung. Das war der Deal. Und der wurde nicht eingehalten. Und irgendwann platzt dann hier irgendjemandem der Kragen, weil er sich in die Ecke getrieben fühlt und Angst hat. Alle Politiker dieser Welt sind angstgetrieben. Alle Soldaten, alle Menschen. Es ist völlig normal. Was erwarten wir denn? Und wenn man so dumm ist und einem anderen die Luft zum Atmen nimmt, dann wird er irgendwann rabiat und verteidigt sich. Weil er Angst hat und weil er sich bedroht fühlt, ja, und leben will, so wie ich ja auch leben will. Ja, wir ernten jetzt die
30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung an viel Politik und an Missachtung Russlands, das kommt jetzt auf uns zurück. Und diese Vorherrschaft, ja, der amerikanischen Doktrin, diesen Preis müssen wir jetzt bezahlen, dass da jetzt Unruhe in Europa einkehrt, wie auch immer das ausgeht. Ich denke, es wird lokal begrenzt bleiben, das ist meine vorsichtige Einschätzung. Aber Krieg war hier immer. Und wenn wir die letzten 2 Jahre anschauen, wissen wir, da wird gelogen und betrogen, da wird bestochen, da ist Korruption, da geht es um Geld, da geht es um Macht, da geht es um Plutokratie, ja, und so weiter. Und ja, ich will das gar nicht alles wieder aufzählen. Wir wissen doch Bescheid. Wer hinschaut, weiß eigentlich Bescheid. Und dann kann man sagen, das Pferd ist tot. Das Weltenpferd ist schon tot. Das ist hier alles zum Scheitern verurteilt. Da können wir von grüner Ökologie, ja, Unschuldsträumen da, ja, die in unserem Geist nähren und bewegen und irgendwann wird alles gut mit sauberer Energie. Es ist ja alles Unsinn. Es stimmt ja nicht. Solange der menschliche Geist nicht sauber tickt, ja, und das tut er hier per se nicht, wer in dieser Welt auftaucht, der hat schon ein Problem. Was erwarten wir da? Das ist doch verrückt. Das sind doch Kinderträume. Ich weiß, wo ich hier bin. Und vielleicht muss auch ich mich noch durch einen Krieg hindurch bewegen in dieser Welt. Aber ich werde mich hindurch bewegen. Ich werde ihn überleben. Im Geist. Im Geist. Um meinen Körper ist es ja nie gegangen. Der physische Tod ist ein Augenblick. Vielleicht ein langer Augenblick. Vielleicht. Ich wünsche einen gnädigen Übergang allen Menschen. Und auf dass wir dann erkennen, die Wahrheit, die uns frei macht, mögen wir sie hier schon erkennen. Mögen wir uns hier schon in diese Richtung bewegen. Und deswegen setze ich auf Geistesschulung. Wir brauchen Geistesschulung. Und ich hoffe, wir nutzen die kommenden Monate, Jahre, eigentlich jeden Tag, jeden Moment, den wir noch halbwegs friedlich erleben können, für Geistesschulung. Dass wir wissen, wo wir hinwollen und dass wir eine Verbindung zur geistigen Welt aufbauen. Ich kann es immer wieder nur betonen, darum geht es. Nicht um die Rettung der Welt, um die ist es nie gegangen. Wer die Welt retten will, der will ein krankes Denksystem retten, reformieren. Kann man mit dem Ego verhandeln? Nein, kann man nicht, nur scheinbar. Es soll ja Leute geben, die verhandeln mit dem Ego. Und das Ego wird sie entsprechend manipulieren. Das Ego hat diese Leute in der Hand, die glauben, sie können mit dem Wahnsinn Verhandlungen führen und den Wahnsinn irgendwie für ihre Zwecke heilsam nutzen. Naja, fürs Erwachen ist er gut. Die ganze Welt als Klassenzimmer ist für unsere Heilung und unser Erwachen im Geist sehr gut, aber nicht damit das hier besser läuft und damit wir ein ruhiges Leben haben. Und hier alles revolutionieren, grüne Revolution und all diese Träume, alles Kinderträume, ist alles Unsinn. Darum ist es hier nie gegangen. Wie sagte Hawkins, ja, David R. Hawkins so schön, als er gefragt wurde, wie komme ich zur Erleuchtung? Er sagte, bleib zu Hause und mach keinen Ärger. Ich finde das köstlich. Bleib zu Hause und mach keinen Ärger, mach deine Hausaufgaben. Ja? Bleib bei dir, finde in deinen Geist, mach Geistesschulung, geh in die Vergebung, verstärke die Verbindung zur geistigen Welt in dir. Aber mach keinen Ärger, schmeiß keine Handgranaten, bewaffne dich nicht, zieh nicht in den Krieg, du wirst nur verlieren. Wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Ich will nicht töten, ich werde nicht töten. Diesmal ist Schluss, jetzt ist Schluss. Wir haben ja alle alles schon getan. Ich bleibe dabei. Aber das ist vergeben und vergessen. Wir dürfen da aussteigen. Ich vergebe mir all meine dummen, ja, politischen Aktionen und was auch immer ich je gemacht habe in dieser Welt, wann und wo auch immer, ich vergebe mir diesen ganzen Unsinn. Es waren nur dumme, kleine, eitle Albträume, weiter nichts. Ich vergebe mir das. Es ist gestrichen. Wichtig ist, was ist jetzt? Woran glaube ich jetzt? Welchen Weg gehe ich jetzt? Wohin gehe ich?
Mit wem verbinde ich mich? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn wir die komplexe Weltengleichung runterkürzen, rauskürzen, x gleich. Und am Ende ist es die Wahl entweder der Idee der Trennung des Ego-Denksystems oder die Wahl der Idee, ja, der Einheit in Gott, des Heiligen Geistes, ja, das Heilig-Geist-Denksystem, wenn wir so wollen. Und das führt uns zurück in den Frieden. Und wenn mir das einmal klar geworden ist, dann muss ich nicht mehr lange überlegen, was ich jetzt mache. Und da interessiert mich auch das Weltgeschehen dann herzlich wenig, weil was soll ich da ändern? Ich kann da gar nichts ändern. Man rennt nicht im Kino zur Leinwand und versucht, die Figuren zu verschieben. Da kann ich nichts tun auf der Leinwand. Da mache ich nur die Leinwand schlimmstenfalls kaputt. Was soll das? Und der Film läuft immer noch. Ich muss in den Projektorraum einen anderen Film einlegen, wählen, den Film der Vergebung. Das ist das Bild. Das macht Sinn. Ich habe Mitgefühl mit den Menschen. Oh ja, sonst würde ich diese Arbeit hier nicht machen. Wenn mir das alles egal wäre, würde ich das nicht tun. Ja? Ich möchte, dass alle Frieden finden, Heilung. Denn ihre Heilung und ihr Frieden, ist meine Heilung. Das hängt ja alles zusammen, das ist schon klar. Aber was hilft? Das stille Gebet vielleicht. Die Meditation. Die Ausrichtung auf den Heiligen Geist, die Hand Jesu zu ergreifen. Alles Bilder für diese eine Bewegung, um die es geht. Und das ist ein Kurs im Wundern und das sind viele andere Lehrsysteme, die im Prinzip dasselbe sagen. Ja, ein ernstzunehmendes Lehrsystem führt immer in Richtung Frieden und Heilung. Im Geist. Mit der Welt hat das nichts zu tun. In der Welt kann Krieg sein und ich könnte Frieden erleben. Das ist möglich und darum geht es. Und darauf bereiten wir uns vor. Die nächste Welle kommt bestimmt. Die dunklen Kräfte schlafen nicht. Sie arbeiten in unserem Geist. Da ist das Problem. Da läuft die Geschichte ab. Die Spiegelung ist in der Welt, aber Spiegelputzen hilft nichts. Ich muss in meinem Geist schauen. Bei mir. Dort brauche ich Heilung. Dort kann sie geschehen. Aber im Spiegel, das Spiegelbild verändern zu wollen und darum zu putzen und zu schimpfen, das ist schlichtweg nur dumm und ignorant. Das können wir uns schenken. Es geht um die innere Arbeit im Geist. Und wir tun auch noch was in der Welt und wir bestellen den Garten und wir ja, setzen Kartoffeln und ernten. Und das darf ja alles sein. Das ist ja alles nicht das Problem. Wir leben ganz normal, sinnvoll normal, ja, mit gesundem Menschenverstand und so weiter. Aber das Entscheidende passiert innen, mit jedem Gedanken, den ich denke. Ich will Frieden in mir finden, in meinem Geist, denn dort ist das Höchste. Wenn ich Geist in Gottes Geist bin, muss es in mir sein, denn es gibt keine Trennung. Und da draußen ist nur Kino. Da mögen scheinbar Körper sterben, aber was bedeutet das schon? Wenn ich weiß, dass der Lichtstrahl, der da drin gefangen war, sozusagen, und von einem Körper träumte, eben mal aufsteigt und frei sein kann, wenn er das will. Außer er hegt Hassgedanken, Gedanken der Rache. Dann ist er sofort wieder im nächsten Körper, greift das nächste Gewehr und ballert wieder munter weiter. Aber ich denke, das wollen wir doch nicht. Ich nicht. Für mich ist genug geballert worden. Ich brauche das nicht mehr. Also fange ich an aufzuhören. Es ist vorbei. Ich bin einverstanden. Es darf alles so sein. Aber ich mache da nicht mehr mit da draußen. Ich möchte Heilung empfangen. Muss ich Angst vor Krieg haben? Nein. Nein. Ich werde durchgehen. Ich gehe durch die Hölle. Und wir alle sind schon durch die Hölle gegangen. Man geht hindurch und steigt auf. Mit sich mit Jesus über das Schlachtfeld erheben.
ein schönes Bild. Für mich ist das so. Es ist möglich. Mögen wir dranbleiben. Geistesschulung.